Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Astronia und das ist die Folge Nummer 11. Und es gab Kommentare. Der Mordrak hat zum Beispiel geschrieben, dass ich dieses tolle Werk, was ich hier gemacht habe, mit der Solarparabolspiegel und der Batterie da, wenn ich die Batterie darunter nehme und die so einfach hinstelle, dann gibt es diese schicke kleine Plattform. Aber er fand es ganz cool, wie das hier gelöst ist. Dann lassen wir das so. Nächster Schritt war der, dass Mordrak nicht, sondern Dralo mir geschrieben hatte, dass ich den Dingens erforschen muss, den Schmelzofen, und das irgendwie im dritten Tab oder sowas machen muss. Da muss ich gleich mal gucken, wo das ist und wie das geht. Aber das Ganze machen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, wenn wir weiter vorankommen. Einmal die Tab-Taste gedrückt hier und er hatte mir gesagt, der dritte Tab. Dann gucken wir mal hier. Hier gibt es einen großen Drucker und auch hier sind die Knöpfe. Ah, da ist er ja schon, der Schmelzofen. Und wir können mit diesem Button den schon erforschen. Dann haben wir das. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir ihn machen können, ne? Wahrscheinlich entweder an dem Drucker oder an dem. Aber da war nur diese Basis zu bauen. Ich glaube, das ist zu groß. So, dann untersuchen wir den mal. Forschungskammer ist nicht richtig. Exo-Auftragsplattform auch nicht. Große Plattform B, großer Drucker. Schmelzofen, da ist er. Wir brauchen zwei Harz und ein Gemisch dafür. Okay, dann müssen wir das erstmal da reinstecken, dass wir es machen können, ne? Hier vorne ist schon mal ein schickes Harz. Da hinten sehe ich noch einen Ständer, aber da ist gar nichts dran. Also da ist schon was dran. Ne? Da ist nochmal Harz. Stecken wir da auch rein. Und dann, wo ist das andere Regal? Da und da ist auch Gemisch. Das bedeutet, wir haben alle drei Zutaten da. Und dann gehen wir mal schnell weg, sonst haut er uns wahrscheinlich um, wenn wir da drucken. Dann würde ich jetzt sagen, einmal die grüne Taste, ne? Und er arbeitet daran. So, dann kriegen wir da den Schmelzofen, der uns Zink und Aluminium bringt, wenn es denn so richtig ist. Ja, und dann ist die Frage, was wir als nächstes machen. Hier ist ja forschungsmäßig was, ne? Haben wir da schon alles erforscht? Laterit. Ich weiß gar nicht, aber die Zinkblende, aber wir können sie ja immer noch mal erforschen, wenn, ne? Gibt ja auch ein paar Punkte, oder? Ist das nicht so? Können ja mal untersuchen, ne? Aber wahrscheinlich gibt es so oder so Forschungspunkte davon, egal was du reinschmeißt, ne? Drücke Taste, um Forschung zu beenden. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Lass mal laufen, ist egal. Wir kommen ja da wieder irgendwie hin und können uns das besorgen. So, jetzt wäre noch schön zu wissen, wo gehen wir als nächstes hin? Da waren wir schon, da hinten sind wir schon auch lang gegangen. Da sind wir auch lang gegangen. Ich würde jetzt mal diese Richtung dann laufen wollen. Aber wir haben gar keine Dingens. Sag schon. Nee, das war falsch. Das war auch falsch. Oh, gut, dass ich es angemacht habe. Da ist noch ganz viel dran, was wir noch ablegen müssen. Ah ja, da ist ja schon so eine Wand. Gut, das bedeutet das Laterit dahin, das auch und das machen wir dahin und dann brauchen wir Gemisch für die Verbindungen, ne? Die waren doch auch irgendwo her, da ist Gemisch, weil da haben wir ja nichts mehr, ne? Verbindungen können wir dann hier bauen und dann laufen sie. Da sind sie jetzt, das soll reichen, ne? So, okay. Die Wumme könnte ich eigentlich erstmal wegstecken. Wir wollen erstmal nur laufen. Und haben uns entschlossen, hier lang zu gehen. So, zack. Okay, das hat schon nicht geklappt. Ich hoffe, ich falle nirgendwo runter. Hier sieht es schon nach diesen Pflanzen gefährlich aus. Und da sind Forschungspunkte, oder? Aber ich weiß nicht, was dieses Teil macht. Und ich gehe lieber so ein bisschen drumrum, glaube. So lang, oder? Sieht so gefährlich aus hier.
So, zwei von den Dingern haben wir, glaube ich, noch. Dann ist alle. Ah, nee, das ist nur so, scheint nur so, als ob es nur noch zwei sind. Es sind wohl ein paar mehr. Ah, stopp, das hat nicht gereicht. Also, klein bisschen zurück, damit es wieder reicht. Da geht ein Planet unter. Keine Ahnung, ob es Mond ist. Noch sieht es hier gut aus, ne? Und da vorne ist irgendwie ein Loch in der Erde. Jetzt habe ich keine Teile mehr. Guck aber mal da rein. Sieht irgendwie so aus wie die letzte Stelle, die ich hatte auch, ne? Aber bringt mir gerade nichts, weil ich brauche Sauerstoff immer. Und hier sehe ich jetzt in der näheren Umgebung auch nichts, was ich jetzt sagen würde, brauche ich, ne? Ja, zum Forschen gibt es hier genug Klamotten wahrscheinlich, ne? Ist das hier Biomasse? Organischer Gipfranke. Nee, Ranke. Eine Wurzel, um Samen zu ernten. Okay. Funktioniert gut, wir brauchen Sauerstoff. Ist das auch eine Hüpfranke? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die hat mich nicht getroffen, oder? Aber da ist so nichts, was ich jetzt sammeln kann, oder? Gefährliche Flora. Hat mir jetzt nichts gemacht. Okay, das hat jetzt auch nicht wirklich was dann gebracht. Ja, das kann ich jetzt scannen und halten und dann ist das weg. Ja, dann machen wir das zweite auch noch gerade, wenn es geht. Das ist auch noch weg und hier drunter habe ich ein Teil zum Mitnehmen. Alles klar. Lege ich das mal dahin. Ist ja so ein Forschungsobjekt. Ich glaube, das können wir dann nur, ja, nicht mitnehmen. Organisch. Ja, ich wollte das jetzt gerade mitnehmen, aber die Wumme weg vielleicht und dann. Ach, einfach nur so und dann F drücken und dann kann sie es mitnehmen, ne? Muss man schon mal nur dran klicken, ne? Ja, okay, dann laufen wir mal zurück mit dem Ding. Sieht ja schick aus, ne? Irgendwas läuft da ja schon bestimmt. Die eine Forschung ist bestimmt fertig, oder? Ja, noch nicht ganz. Dann leg es mal hier hin und dann gucken wir, dass es als nächstes kommt. Wie sieht's mit unserem Schmelzofen aus? Der ist fertig. Ja, der braucht bestimmt eine schöne Plattform. Ja. Wir können den ja erstmal auspacken, oder? Wie sieht er denn aus? So sieht er aus, wie ein Nikolausschuh, hätte ich jetzt gesagt, ne? Da hinten ist noch eine Plattform frei im Prinzip. Geht die da drauf, die Sache? Ne, die ist, glaube ich, zu groß, ne? Ja, sieht so aus. Braucht man eine größere Plattform? Das bedeutet, wir gehen wieder hier hin und machen mal eine große Plattform. Ne? Was brauchen wir? Drei Harz, oder? Plattform A. Ne, ich glaube, weiß ich nicht. Ja, doch, drei Harz werden es wohl sein, die wir brauchen. Gut, ich glaube, da haben wir aber noch Harz dreimal auf jeden Fall drin, ne? Oder? Ja. Kriege ich das von hier da hinten reingesteckt? Ah, nicht wirklich. Also ging, ne, wenn ich es ruhig gehalten hätte. Jetzt muss ich nämlich den da wieder wegnehmen und dahin. Und wir müssen dann dahin, um F zu drücken und dann das Knöpfchen auszuwählen. Und der druckt das dann.
So, ein System gibt's hier nicht, ne? Würde ich mal sagen, ne? Ich glaube, der dürfte nicht mehr lange brauchen, bis er fertig ist. Dann hat das so geklappt. Ach, guck mal, was da hinten liegt. Ja, haben wir noch welche, ne? Ja, was machen wir dann? Dann könnten wir eigentlich nochmal lostigern. War das hier? Ich glaube, das war hier lang, ne? Und schauen, dass wir da nochmal unsere neue Leitung ein bisschen verlängern, oder? Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was Schönes zu sehen. Ne, das war er. Ich will aber D haben. So, jetzt gucken wir mal. Was es hier so gibt. Ist hier schon ein Loch vorm Loch oder was? Schwer zu beurteilen, ne? Ja, sieht so aus, als ob da schon ein Loch ist. Über das V, ne? Okay. Jetzt ist zu. Okay. Ja, haben wir uns gerade noch so gerettet. Machen wir hier so einen Tee. Mach die Bombe weg. Und stell den mal da hin. Sonst kriegen wir wieder Sauerstoff. Weil da sieht es auch nicht gut aus, runter zu rutschen, ne? Also da sieht es bestimmt super aus, wenn man weiß, was da unten ist und man da was kriegen kann. Ja. Ich habe jetzt schon Angst, dass es mit dem Runterrutschen gleich ein Problem gibt, ne? Und ich keinen Sauerstoff kriege und so. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob ich das schaffe, hier gleich ordentlich runterzukommen. Also doch, ich muss eine Rampe bauen, ne? Ist klar. Bin ich da schon unten? Sieht so aus, ne? Ja. Ach so, hier machen wir vielleicht besser zu, ne? Dann falle ich da auch nicht runter, ne? So sieht schon gut aus. Sieht aber irgendwie so steil aus, ne? Was ich da gebaut habe, oder? Schaffe ich da so runter zu gehen, ohne dass ich da runter falle? Weil ich weiß, wie stressig das ist, ne? Und jetzt müssen wir schon hier einen Tee machen, ne? Ich glaube, ich schaff's. Ja, wir sind unten. Und hier sind coole Sachen. Glaube ich. Und was ist das? Müssen wir mal abbauen. Sagt er mir auch, was ist? Nee, ne? Erst wenn es voll ist, oder? Quarz ist es, okay. Brauche ich Quarz? Ich brauche bestimmt Quarz. Nehmen wir doch erstmal was von mit, oder? Ich weiß zwar jetzt nicht, wo es Quarz brauchte, aber irgendwo brauchen wir bestimmt Quarz für. Da ist auch noch was. Ich schätze mal, ganz viel nicht mehr, dann ist, glaube mein Rucksack kommt voll. Ah ne, da rechts geht auch noch einer hin.
Okay, jetzt ist der rechte schon da. Ja, jetzt muss ich den gleich mitnehmen, ne? Leg den mal dahin. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich nochmal mache, fällt er ja runter. Ne, der klebt da noch dran. Aber ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein, weil ich glaube, es ist kein Platz mehr frei, wo ich noch was reinpacken könnte. Und da wir den jetzt noch mitnehmen wollen und dann noch weg wollen, also zurück wollen und hoffen, dass das klappt, was ich davor habe, weil ich nicht weiß, ob ich hier hochkomme. Aber sieht gut aus. Ja. Okay, hier muss ich aufpassen, dass ich da nicht runterfalle, ne? Ich habe kein Leuchtfeuer, ne? Ja, aber das ist ja egal, weil ich weiß ja, dass es hier zur Quarzquelle geht, ne? Schauen wir mal, dass wir da jetzt schnellstens zurückkommen. Aber laufen, bringt das was? Ja, sieht so aus, als ob er doch tacken schneller geht dadurch. Keine Ahnung, was das für Zeug ist, was ich da in der Hand habe. Nachher sind die Hände ganz rot und dann ist das bestimmt böses Zeug gewesen. Die Forschungsstation ist auf jeden Fall leer. Vielleicht sollten wir eine zweite bauen, um ein weiteres Teil forschen zu können. Weil ich habe jetzt gerade schon wieder eins geholt, ne? Naja, läuft halt, ne? So. Also das war jetzt die Plattform für unser Schmelzofen. Die stelle ich jetzt mal dahin. Diese Kabelverbindung sieht sehr interessant aus. Ach so, halten zum Entfalten. Und der kommt dann nicht da dran, weil es nicht geht. Ja. Der geht da dran, der geht da dran. Ja. Kriege ich den? Von da nach da? Nee, ist so weit auseinander. Dann ziehen wir den doch einfach hier weiter rüber. Gucken, dass wir den da drauf kriegen, was auch geht. Sehr gut. Und dann klicken wir den da dran. Und alles läuft. Ja, und dann müssen wir gucken, was wir mit dem Ding machen können. Aber die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.